Ich muss schon mal Radiergummi Na, ihr berechnen. Bomboschöne, hier sind wir wieder bei einem neuen Projekt. Nochmal eins, ja! Heute mit Dominik, der vielleicht ein bisschen rutschen sollte. Sieht man die vielleicht? Naja. Wir spielen States of Decay. Ey, nein! Gib her! Gib her! Gib her! Bei welcher Spieligkeit ist eine Art GTA? Zombie! GTA Zombie! und Red Dead Redemption Und und Zombie! DayZ. Und Zombie! Bei DayZ sind Zombies. Und wirklich ja, aber nicht. Ich habe gesagt, eine Mischung aus GTA, Red Dead Redemption und DayZ. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cooles Sollte Spiel. mal jemand gucken, wie es ein kleines Zimmer aussieht. Red normal. Wieso? Du bist pervers. Ja. Und ja, wir starten Er gleich wollte in das Spiel. vorher, er wollte vorher, er wollte vorher, dass ich in ein blase. Was Ja. laberst du? Ja, wir starten in das neue Spiel. Dominik, du lenkst mich ab. Geh raus, wenn du langweilig ist. Ich kann ihn hier raus. Dann stoppe ich halt die Aufnahme. Jetzt geh, wenn du langweilig ist. Ist dir langweilig? Nee. Moment hier. Aber bitte steuern so oft. Okay. Ja, ich kenne das Spiel schon, hab auch ein bisschen gespielt. Würde auch weiterspielen, aber jetzt für die Aufnahme halt. Man tut alles für die Aufnahme. Verdammte Scheiße, Mann! Verdammte Scheiße! Wir sehen schon, unser bester Freund wird angegriffen. Ja, das geht auch schon mitten in die Action rein. Dann Nick, jetzt konzentriere dich aufs Spiel, bitte. Kann ich zocken, wenn du mich die ganze Zeit ablenkst. Ja, ich kämpfe hier mit dem Ast. Später kann ich ja noch bessere Waffen. Bist du okay? Einer dieser Psychos hat mich versucht zu beißen. Aber ja, mir geht's gut. Tja, wir können nicht einfach hier draußen bleiben. Da steckt. Lass hier fest. Voraus, vielleicht eine Hilfe. So, wir können uns mit B ducken. Das mache ich auch direkt. Meine Taschenlampe ausmachen. Vielleicht gern gemacht. Was war das? Ich mache die Taschenlampe aus. Ah. Ja, ich renne mal hier ein bisschen. Damit es ein bisschen schneller geht. Aber man muss auch aufpassen, wir haben auch eine Hungeranzeige. Also beziehungsweise eine Ausdaueranzeige. Hör auf. Will doch gar nicht machen. Ich schleiche mich hier einfach ganz schnell vorbei. Okay, gut, das war eine Stelle. So. Haben wir schon wieder ein paar Leute getötet. Gehen wir gleich weiter. Dominik. Nein. Du störst. Ja, hier soll anscheinend Hilfe sein. Gehen wir jetzt einfach rein. Y ist niemand hier. Colin! Y! So, wir sollen Select drücken, dann sollen wir hier nach den Hütten suchen. Gucken, ob es noch Überlebende gibt. Hier gibt es noch ganz viele andere Hütten, da gehe ich auch hin. Da kann man überall Waffen finden und so Zeug. Hier gibt es einen Versorgungskasten. Kann man, also, das finde ich sehr cool geregelt. Und zwar kann man Sachen verkaufen, dafür gibt es sogenannte Punkte, also Punkte. Mit diesen Punkten kann man dann was anderes wieder rausnehmen. Also zum Beispiel, ich verkaufe jetzt meinen Stock, damit ich mir eine Leiste zum Beispiel kaufen kann. Ja, der Stock ist schon mal nicht wert. Stimmt. Ja, das finde ich halt sehr cool gelöst.
Wir können auch hier drin. Das ist ja voll unrealistisch, du kannst durch Türen laufen. Ja genau, unrealistisch, kannst du nicht durch Türen laufen. Wir können auch hier drin nicht durch zu. Fenster barrikadieren. Die man einfach ein paar Mal auf die Seite des Fensters lagen und auf einmal taucht das Brett hier auf. Genauso tut man Fenster Bretter. Ja. Genauso kann man Fenster barrikadieren. Ja, wir gehen jetzt raus. Kann man da auch Häuser bauen? Nein. Nein. Man kann aber andere helfen, dann dort die überreden, dass die mit dir kommen. Zum Überlebensteil. Man kann auch Auto fahren. Wer man schon mal im GTA gesehen hat, der kann. Golden kann nicht Auto fahren. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Besser als du. Aha, besser als ich. Dann ist er zuerst zum Wald, zum Wasserturm. Gehen wir auch hin. Der Wasserturm ist hier gleich. Also. Hallo. Kann irgendjemand Smackdown rufen? Smackdown. Das ist Raw, heißt es ja nicht richtig. So, dann gehen wir mal zum Wasserturm hoch. So, meine Oster geht doch leer, ich kann sie wieder essen. Also, es geht, fühlt sich auch langsam so voll. Jetzt kann ich auch hier ganze Sachen aufklären, zum Beispiel kann hier, aha, da ist zum Beispiel ein Auto, dort ist ein Baumarkt und so. Können wir alles gucken nach Überlebenden oder nach Sachen, wo wir brauchen könnten. Ich hatte so einen richtigen Überlebenssimulator, das finde ich sehr geil in diesem Spiel. Bitte. Bitte. Hier sind, glaube ich, die Klos. Hier sind die Klos. Öffentliche Toilette. Basis. Könnte man hier schon einstecken. Wo kommt man los? Campingplatz. Campingplatz. Ja. Ich sehe mein Haus. Oh, hallo. Hallo. Boah, du bist voll der Arschkriecher. Ja, also man kann auch seine Ausdauer kann man auch wieder voll essen. Also es fühlt sich langsam voll, aber man kann es auch voll essen. Mit Snacks. Die kann man finden, aber ich lasse lieber vollladen immer. Und wenn man lange auf der Reise ist, sinkt sich die Ausdauer immer weiter leer. Und das fühlt sich dann halt nie voll und man muss irgendwann schlafen gehen, sonst kann man nicht mehr rennen oder kämpfen oder sowas. Du musst mal irgendwann kacken. Ja, ist alles ruhig. Jetzt können wir hier noch ein bisschen nach Ressourcen gucken. Zum Beispiel hier ganz was, glaube ich. Nee. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts zu holen. Guck mal, die zwei schlafen. Ja, die schlafen. Natürlich, die schlafen. Und daneben dran liegt nur Ketchup. Ja, Ketchup. Guck hier, im Rucksack können wir zum Beispiel nachschauen. Es dauert zwar langsam, lange. Langsam? Oh. Es dauert zwar lange, aber wenn ich LB drücke, geht schneller. Aber ich bin halt auch dementsprechend lauter. Böller. Okay, Böller. Kann ich werfen. Ich habe gerade auch noch einen Rucksack gefunden, den können wir Ad geben. Hi. Adweb.de. Der Mann mit dem Stock. Ja. Ich gebe dich in Richtung der Schüsse. Das mache ich nicht. Hier, da hinten kommen Schüsse, die hört wahrscheinlich gar nicht. Das mache ich. Ich kann nicht gesehen. Doch. Der komische Zombie. Ja, ich gehe gleich zu den Schüssen. Ich möchte aber erstmal alle Häuser hier absuchen nach Waffen. Hier ist mal schon ein Rucksack. Gut, geht nicht. Boah! Auf dem Campingplatz! Auf dem Campingplatz ist ein Flachbildfernseher. Das ist ja dann kein Camping mehr. Hallo. Boah, krass. Ich kenne noch jemanden, der flach ist. Dominik. Was, ihr habt doch noch nichts gehört? Nee, überhaupt nichts, gell? Naja, Leute, das war's mit diesem Part. Wenn es gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen. Tschüss.